Die Motivation für die neuen Parteimitglieder könnte durch die Jungsozialisten verursacht sein. Die hatten aufgerufen, Mitglied zu werden, um gegen eine Neuauflage der Großen Koalition zu stimmen, unter anderem wegen der letzten GroKo. Da kam die CSU mit der irren PKW-Maut und bei uns haben alle gesagt, komm, gebt ihnen den Blödsinn, dann sind sie zufrieden und machen mit. Das kommt ja sowieso nicht. Was haben wir heute? Die PKW-Maut ist beschlossen und die CSU hat sich mit diesem Mist durchgesetzt. Die No-GroKo-Aktion der Jusos ist innerhalb der SPD durchaus umstritten, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass die Jusos aktivieren wollen, dass sie gestalten wollen. Das ist Aufgabe auch der Jugendlichen, auch der Jusos und auch Aufgabe von uns in der SPD. Ich finde, die Mitglieder sollten sich langfristig engagieren und das tun sie in der Regel auch. Der Eintritt in die SPD ist jedenfalls schnell möglich. Kostet ab 5 Euro im Monat und das Online-Formular ist zügig ausgefüllt. Offensichtlich machen davon auch hierzulande viele Menschen Gebrauch. Hatte die Landes-SPD Ende vergangenen Jahres noch knapp 3000 Mitglieder, so ist deren Zahl in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, um etwas mehr als 150. Das sind immerhin mehr als 5%, und zwar in allen Kreisverbänden. Am deutlichsten ist der Zuwachs im Kreisverband Rostock. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass die ganzen Debatten rund um die SPD, um die Regierungskoalition gewirkt haben. Man kann in unserer Partei mitbestimmen, das ist ein ganz wichtiges demokratisches Mittel. Und die Leute möchten gerne mit abstimmen, sie möchten gestalten. Sie haben festgestellt, ohne eine SPD gibt es keinen wirklichen Wandel. Oder die neuen Mitglieder wollen wirklich nur gegen eine Neuauflage der GroKo stimmen und dann ganz schnell wieder austreten. Da fragen wir nach bei Steffen Wiener, SPD-Landesgeschäftsführer. Ja, Herr Wiener, neue Mitglieder sind ja bei den Parteien immer herzlich willkommen. Aber wird die Freude möglicherweise auch ein bisschen eingetrübt, wenn man weiß oder wenn man erahnt, dass sie möglicherweise nur eintreten, um über die GroKo mit abzustimmen? Das würde sicherlich die Freude trüben, aber ich glaube, dass man das nicht unbedingt unterstellen kann. Mhm. Wir wissen, das ist ein Vergleich der letzten Mitgliederbefragung, die 2013 stattgefunden hat, dass 90% der rund 5000 Menschen, die damals eingetreten sind, ein Jahr später noch dabei waren. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich nur eintreten würden, um dagegen zu stimmen, machen sicherlich nur einen ganz, ganz geringen Anteil aus. Und wir wissen auch, dass für viele Leute der Eintritt in eine Partei einfach einen Anlass braucht. Und ich glaube, dass jetzt die Möglichkeit, über eine große Koalition mitentscheiden zu können, für viele Leute die Motivation ist, jetzt tatsächlich einzutreten. Aber die Überlegung, in eine Partei einzutreten und bei der SPD mitzuarbeiten, die haben sicherlich viele schon länger. Wer kann denn eigentlich jetzt eintreten und vor allen Dingen auch noch bis wann, wenn man über die GroKo mit abstimmen will? Gibt es da einen festen Termin, Deadline? Es gibt einen Stichtag, das ist der 6. Februar, 18 Uhr, also nächste Woche Dienstag. Wer bis 18 Uhr am Dienstag Mitglied der SPD ist, dann offiziell in der Partei aufgenommen ist, der hat noch die Chance mitzustimmen. Das heißt, all diejenigen, die bisher den Weg zu uns gefunden haben, da halten wir im Moment wirklich einen kurzen Draht zu den Ortsvereinen, weil die Ortsvereine entscheiden darüber, ob jemand beitritt oder ob jemand aufgenommen wird. Und ja, ich kann jedem nur raten, jetzt noch schnell sein Formular auszufüllen oder es online zu machen. Denn je näher wir auf den Dienstag zugehen, umso enger wird einfach die Zeitspanne, die man hat, die Daten zu erfassen, die Ortsvereine zu kontaktieren und die Ortsvereine auch wiederum haben, sich ein Bild zu machen, ob sie die Menschen dann aufnehmen. Was wissen Sie ganz konkret, Sie haben ja das Ohr auch an der Basis, über die Beweggründe der Neumitglieder auch vor allen Dingen? Ehrlicherweise nicht allzu viel. Wer online eintritt, ist in dem Moment erstmal nur ein Name. Wir können eben, wie gesagt, nur auf Erfahrungen aus vergangenen Kampagnen zurückgreifen. Und sicherlich ist im Moment diese No-GroKo-Kampagne der Jusos sehr präsent in sozialen Netzwerken, also auch in den Medien. Man will mitbestimmen, das ist so Ihr... Ja, und, aber ich glaube einfach, dass jede Kampagne für oder gegen etwas ganz automatisch auch eine Gegenbewegung mobilisiert. Das heißt, sehr viele Leute werden jetzt auch eintreten, weil sie für eine GroKo sind. Und also, was ich einfach spannend finde, die SPD ist, glaube ich, im Moment einfach attraktiv, weil man merkt, da wird diskutiert, da wird entschieden, da kann ich mitmachen. Und wir haben ganz viele ehemalige Mitglieder, die in den letzten anderthalb, zwei Jahren ausgetreten sind, die jetzt bei diesen Beitritten wieder dabei sind. Und rechnen Sie aber trotzdem möglicherweise nur noch kurz, wenn diese Mitgliederbefragung dann stattgefunden hat, dass die Mitglieder möglicherweise wieder auftreten? Ich kann es nicht ausschließen, aber ich bleibe dabei. Ich würde es in der Größenordnung wie 2013 verorten. Okay. Sankt Steffen Wiener, SPD-Landesgeschäftsführer. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Danke, gern.